Hi Leute, herzlich willkommen. Freut mich. Oder haben ja auch schon manchmal Leute erzählt, ich benutze meine Videos perfekt zum Entspannen oder zum Einschlafen. Könnt ihr gerne machen. Hi Leute, herzlich willkommen. Heute möchte ich dir vorstellen, was ich schon lange auf dem Schirm hatte. Und ich weiß auch noch, damals hat mir Christian bzw. Samuel von Raw Spirit erzählt, so, hey, mach doch mal Meditation, probier das doch mal aus. Und mir hatten das auch immer mal wieder Leute geschrieben. Und ich habe jetzt einige Meditationen aufgenommen. Ich hatte auch ein extra Video zum Thema Klang, Auswirkung von Klang auf deinen Körper, auf deinen Organismus gemacht. Und jetzt habe ich eben ein paar Meditationen aufgenommen, die hatte ich auch immer wieder bei den Retreats gemacht. Zum Beispiel ein Bodyscan, was eine wunderbare Möglichkeit ist, wo du durch den Körper durchwanderst, einfach mal wieder bewusst wahrnimmst, was passiert überhaupt in meinem Körper, in mir und da immer mehr in die Entspannung kommst. Das war eine Meditation, die ich aufgenommen habe. Eine andere ist Sound Healing, wo man einfach chantet, diese Urlaute wieder, wo es übrigens in jeder Religion gibt. Egal was, Buddhismus sind ja eher Philosophien, es ist und eine Weisheitslehre, es ist keine, Buddhismus gibt es ja nicht mehr, Götter wirklich, je nachdem, wie man das definiert. Dort chantest du wieder die Urlaute in dieser Meditation, Sound Healing habe ich sie genannt, ist auch, sind alle Meditationen sind unten drunter verlinkt. Und die Homepage, also unten drunter einfach direkt unter das Video in der Infobox oder als Kommentar auch nochmal draufklicken. Und dann kommt ihr hin, könnt kostenlos reinhören in die Meditation und euch das mal anhören, ob das was für dich ist. Und dann auch direkt kaufen, wenn ihr möchtet. Und ja, Sound Healing ist eben, du chantest die Urlaute wie in einer ursprünglichen Religion zum Beispiel auch. Dieser bekannte Urlaut. Diese bekannte Meditationssilbe, die da benutzt wird. Es gibt es im Grunde in jeder Religion, nur immer abgewandelt von der Zungenstellung her. Aber du hast nur drei Urlaute, die du ohne deine Zungenstellung zu verändern aussprechen kannst. Und das sind eben, wie es eben auch oft kranke, behinderte, alte Menschen machen. Die stummeln dann immer nur diese Urlaute. Und wenn du die Zungenstellung aber veränderst, dann kannst du wie Amen, kommen dann eben diese Nuancen, diese Veränderungen raus. Aber beruht auf diesen Urlauten kannst du dein System auch wieder richtig kalibrieren, richtig resetten und in den optimalen Gesundheitszustand auch bekommen. Das ist eben eine andere Meditation, die ich da habe. Und die dritte war einfach eine bewusste Wahrnehmung, geführte Meditation auch wieder. Vorm Essen, dass du dir bewusst machst, wo das Essen herkommt, wie du wieder einen anderen Blick auf dein Essen, andere Bewusstheit beim Essen entwickeln kannst. Kannst du jedes Mal vorm Essen machen, wenn du möchtest. Ja, das waren so die ersten drei Meditationen, die ich eben jetzt mal aufgenommen habe. Wie gesagt, unten drunter ist alles verlinkt und ich freue mich auch mega auf euer Feedback. Schreibt mir einfach Feedback, wie es euch gefallen hat. Wie gesagt, ihr könnt kostenlos auf der Homepage reinhören. Und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.